Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe mich ein wenig umgesehen und wir werden nach Sassau reisen. Zum einen müssen wir diese arme Frau ja davon befreien, dass sie weiter unter diesem der Schlaflosigkeiten leidet. Zum anderen müssen wir dort eh hin, um noch was abzuholen und ich fände es so ein bisschen komisch, wenn wir uns jetzt davon abhalten würden, das zu tun. Um erstmal lesen zu lernen. Das können wir später immer noch, hoffentlich. Erstmal müssen wir diesen Menschen helfen und wir müssen dann eh nach oben, um bei der guten Herrin Stefanie noch was etwas abzugeben. Wo ich nochmal hätte nachgucken sollen, mache ich jetzt einmal eben, wie das mit diesen Karten war. Wir haben ja noch Karten, ob da irgendwas war, was vielleicht in der Ecke ist. Das ist Ledetschko, in der Tat. Am Fluss entlang. Das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Ich glaube, die anderen waren alle bei Rattay. Zwischen Rattay und Neudorf. Das ist auch bei Rattay. Das ist bei Uschitz. Die hatten wir schon. Da weiß ich es gar nicht genau. Vielleicht Tallenberg? Das sieht so ein bisschen aus wie die Tallenberger Burg. Aber da muss ich jetzt einmal kurz auf die Karte gucken. Dann müssen wir eigentlich jetzt gleich hier einmal hier unten lang. Versuchen wir das doch mitzunehmen, oder? Santa Hügel. Führt der Weg hier sogar hoch. Ich habe ein Nest entdeckt. Da will ich gerne mal nachgucken. Die sind manchmal echt viel wert. Da ist es. Na, komm. Ach, genau den einen Ast getroffen, der sich davor befindet. Ja, ich gehe lieber einen Schritt zur Seite. Ein Silberring. Und hier sind meine Pfeile. Ich will hier diesen Pfeil. Ach, Mist, der ist zerbrochen. Na gut, weiter geht's. Hat sich zumindest ein bisschen gelohnt, hier lang zu gehen. Wir haben gerade viel Geld ausgegeben für Tränke und sowas. Oh. Fange ich schon wieder mit. Aber das Spiel lädt einfach dazu ein, auch so blödsinnigen Kleinkram zu machen. Jetzt hier jagen zu gehen. Wobei ich leider wahrscheinlich viel zu laut dafür bin. Ja, die hauen nämlich ab. Was fehlt, ist so ein schnelles Umkleiden. Ja, okay. So. Will ich auch einmal also eine Sache auf der Karte gucken. Ja, womöglich ist das. Das wird noch ein Stück weiter hier runter, oder? Nee.
der Karte gibt es eine Brücke. Ah, da ist es. Hier. Und hier hoch ist dann dieser Schatz. Bist du denn ein Riesenhase? Ey, der ist doch riesig, oder? Da ist doch irgendein Grafikfehler drin. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Wie viel habe ich denn davon? 20. Da muss es doch eigentlich Zusatzpunkte geben hier. Für den Monsterhasen. Wahrscheinlich ist das. Ah, jetzt gibt's doch echt nicht. Ah, dass ich immer hinter den schieße. Und meine wertvollen Pfeile hier verliere. Naja. Ich muss noch weiter hier rüber. Lassen wir den Hasen. So, einmal auf die Karte geguckt. Ja, jetzt gleich müsste das irgendwie hier auftauchen. Natürlich nicht, wie weit das. Hier liegt, darum gehe ich am besten einfach mal so nah wie möglich ans Zielufer ran. Da ist die Stelle und jetzt zeige ich das nochmal im Inventory. Schatzkarte. Hier ist die, da ist der Übergang und genau auf der anderen Seite, und das, vielleicht ist das auch ein Zeichen für eine Ruine, die sich hier befunden hat. Ich kann hier momentan noch nichts erkennen. Hier drüben hin, nicht, dass wir irgendwie an irgendwas vorbeigelaufen sind. Gehen wir noch mal ein Stück weiter hier hoch. Da ist, glaube ich, was, oder? Hier ist definitiv was. Höhle. Vielleicht ist diese Karte auch einfach nichts mehr wert, weil diese Höhle hier eingestürzt ist.
Seltsam. Oder übersehe ich hier irgendetwas? Kann ich hier irgendwas schaufeln? Nein. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Okay, ich habe nicht gebückt. Okay. Mir gedacht hatte ich, hier wäre was, aber das sind echt nur Steine. In der Position könnte das sogar stimmen. Was ist denn hier unten eigentlich für ein Lager? Was ist das für Qualm, der da eingezeichnet wurde? Jetzt bin ich hier gleich bei dem Qualm. Hier ist einfach eine Lagerstätte. Hier kann ich schlafen und speichern. Ach, da ist wieder ein Hase. Hm. Sind hier alle so riesig? Ich bin echt gut im Jagen, ne? Merkt ihr? So. Jetzt gehe ich aber noch mal ein Stück zurück und vielleicht suche ich noch mal kurz etwas off-cam. Also ich meine, die Höhle haben wir ja gefunden. Aber es kann ja nicht sein, dass diese Höhle hier ich hier eine Schatzkarte gehabt habe und da ist gar kein Schatz. Vielleicht war das irgendein Problem, weil ich den Bogen auf hatte, anhatte. Dass ich darum hier nicht buddeln konnte oder sowas. Aber nee, hier kommt's, geht's ja nicht weiter, oder? Nee. Das Einzige, was wir hier sammeln können, ist ein Höhlenpilz. Hm. Ich habe gerade kurz überlegt, ob das hier irgendwie was ist. Hier ist auch nur ein Sühnekreuz für Daniel Waters. Kein Grab. Gut, ich werde mich einmal kurz schlau machen, ob ich hier irgendwas übersehen habe, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder zurück. Und es gibt wohl offensichtlich noch eine Höhle hier in der Region, die interessant ist. Ist hier vielleicht was? Hier ist eine, glaube ich, ne? Hier kann ich schlafen und speichern und hier ist auch was drin. In der Tat. Würfel für ungerade Zahlen. Okay, das ist nicht schlecht, weil ich brauche eine 1 oder eine 5. Nicht schlecht. Wie spät haben wir es denn? Wollen wir hier übernachten?
Oder wollen wir noch versuchen? Obwohl, eigentlich ist das hier auf der anderen Seite, ne? Ich würde vielleicht einmal kurz gucken, was hier unten ist. Das Problem ist, wie kommen wir darüber? Wahrscheinlich müssen wir dann wieder hoch zu unserem Dings, aber vielleicht kann man hier auch übernachten. Gehen wir mal darunter. Weil ich glaube, rüber übers Wasser komme ich an anderer Stelle nicht. Und vielleicht kann ich dann notfalls auch einfach da übernachten. Oder es gibt eine Furt oder sowas. Mal gucken, was uns dort erwartet. Ja, es ist noch ein Stück weiter hier runter. Okay. Ah, hier kommen wir notfalls relativ simpel rüber. Und hier führt eben auch ein Weg dahin. Dann sitzen wir auch einfach mal auf. Ich will einmal kurz gucken. Ich habe jetzt hier eine neue Haube bekommen. Ne, die ist aber schlechter als das, was wir haben. Und hatte ich nicht noch irgendwas? Der Jagdbogen. Der ist aber schlechter, weil wir die entsprechenden Werte nicht haben. Dahin geht die Sonne wahrscheinlich bald unter. Camp oder sowas. Naja. So richtig viel los ist hier jedenfalls nicht mehr. Da geht's aber wahrscheinlich noch mal irgendwie hoch. Genau, hier gibt es noch einen Weg. Wahrscheinlich ist das wirklich nur so eine Stätte zum Unterkommen. Auch schon etwas eingefallen. Noch nicht mal, hier gibt es noch nicht mal eine Schlafstätte. Gut, dann nutzen wir die Furt und versuchen die Stadt noch zu erreichen. Sassau. Fährt hier durchs Wasser. Warten. Na komm schon. Wir müssen jetzt eigentlich nur hier am Ufer entlang, wenn ich es richtig sehe. Ja, vielleicht können wir sogar hier irgendwie eine Abkürzung noch finden. Stehen oder so, was sich dann ja ganz nett zum Jagen anböte. Was haben wir denn da? Einfach ein Wanderer? Wirkt so. Ja, pass auf, was du da treibst. Hier gehen Leute. Naja, so viele Leute gehen hier nicht. Du gehst hier. Zumindest gibt es hier einen Weg aus dem Wald raus auf der anderen Seite. Vielleicht hier nach diesem kleinen Hügel. Ich versuche das jetzt einfach mal hier querfeldein. Notfalls steige ich vom Pferd.
wenn ich... Ich weiß, Wildschweine mit dem Dings zu jagen, da haben wir schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Jagdgebiet Wildschweine, okay. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Weil ich mich frage, wo die hin sind. Ah, da. Nur zur Straße hin. Ach, wir lassen's. Wahrscheinlich müsste ich mich dafür auch anders anziehen und noch ein bisschen mit der Story weiterkommen, oder? Also es kann ja nicht sein, dass wir hier jetzt nur mit durch die Wildnis schlagen. Auch wenn es ein bisschen so aussieht, als wäre genau das momentan Inhalt des Spiels. Und wir sind angekommen. Sassau liegt vor uns. Packen den Bogen lieber mal weg. Und suchen hier einmal eine recht große Stadt, ne? Zieht sich bis da drüben. Oh, da ist so eine richtige Burg. Und gucken uns mal um, ob es hier irgendwo eine Schenke gibt. Ist das hier nicht direkt schon eine? Ne, das ist ein Waffenschmied. Ja, ich dachte wegen der Toreinfahrt wäre das etwas gemütlicheres. Einmal kurz auf die Karte gucken. Hier gibt es doch bestimmt... Ja, und hier gibt es viele Hinweisgeber. Das sind häufig ja nicht zuletzt auch die Schenkenbesitzer. Dann reiten wir dem mal entgegen. Ist es auch. Genau. Gewiss doch, bin sofort zurück. Und dann machen wir auch Folgendes. Wir sprechen hier einmal mit dem Wirt. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Schon da. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Da, zufrieden? Sicher braucht dein Skalitzer Volk am meisten Hilfe. Ein paar von denen hocken im Kloster. Hab mit Johanka geredet. Die schuftet sich die Fingerwund und kümmert sich dort um die Verletzten. Ihr kämen barmherziger Samariter sicher mehr als recht. Und das ist noch nicht alles. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verschabeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaub ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Und das ist noch nicht alles. Bist aus Skalitz, nicht? Dann kennst du sicher Matthäus und Fritz. Den zwei müsste mal einer ein paar Manieren einbläuen. Treiben nichts als Unfug. Und die Leute haben die Schnauze voll von denen. Mehr fällt mir nicht ein. Das ist ja schon einiges. Das Leben im Wirtshaus, was ist das denn für ein Buch? Fertigkeitenbuch zum Thema Trinken und Trunksucht, okay.
aber eigentlich... Die Himmel und der Donner grollte. Ein Gewitter. Das dachte ich erst auch. Ein Scharlatan? Ha, ich kenne dich. Von irgendwoher. Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's, der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Was zur Hölle? Na schön, erzähl mir von deinem Traum. Der Traum, ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Ja, gib mir einen Moment. Und das soll ich sein? Ein Bier für mich. Wer sonst? Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Wer bist du überhaupt? Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher, kleiner Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Okay, Piep. Hier deine Bestellung. Das war jetzt seltsames Piepen. Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Okay. Sorry, aber da kann ich jetzt irgendwie gar nichts machen. Genau wie bestellt. Jetzt habe ich es noch nicht mal gelesen wegen diesem blöden Piepen. Nichts leicht. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar! Oh, du schöner Tag! Ich habe einen Nachfolger gefunden! Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Oh, aber vielleicht hätte ich doch nochmal lesen sollen, was er machen wollte. Nur damit das klar ist, ich werde nichts für dich stehlen. Wer hat was von Stehlen gesagt? Du sagtest, es geht um wertvolle Objekte. Ich vermute, man findet diese nicht gerade unter Steinen. Wertvoll für mich, weil ich ihre Macht und Stärke kenne. Gewöhnlichen Sterblichen bedeuten sie nichts. Oh, dann ist ja gut. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Hier. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Aber ist das nicht Betrug? Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träg sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Okay. Gut, ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Was ist ein Richtfestbaum?
Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Also gut, ich hole ihn. Dieser Talisman, wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht, aber du findest schon einen Weg. Wir werden sehen. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Also gut. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. So, jetzt muss ich einmal gucken. Wo ist denn... Bitteschön, womöglich die Schenke. Aber das kann ich vielleicht... herausfinden über diese komische... Okay, das ist ja direkt geradeaus. Das ist irgendwo auch der... Ne, der ist im Schenkel, nicht im... Auch irgendwo die Unterkunft. Hier bitte. Gucken wir uns mal weiter eben in der Stadt um. Es ist spät und ich will eigentlich schlafen gehen. Gern geschehen. Hier für mich. Es war ein langer Tag. Krämer. Schneider. Was machst du hier ohne mich? Schreiber. Rüstschmied. Ja, die Unterkunft habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht wahrscheinlich ganz am Anfang des Dorfes. Hier noch ein Händler. Ich glaube, hier war das. Na, hier ist auch ein Schmied. Das gibt's doch nicht, dass es hier keine Unterkunft gibt. Hier sind keine Fragezeichen mehr, ne? Nee. Doch, hier ist noch eins. Dann reiten wir einmal zurück. Das ist das Badehaus. Das kann sicherlich auch nicht schaden. Und das hier ist aber nicht... Das ist hier eher ein Fleischer. Machen wir das alles
wisst ihr was, Leute? Ich mache hier den Break. Sind schon mal 35 Minuten. Ihr müsst euch jetzt nicht die letzten Minuten angucken, wie ich zur Schenke komme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die wird wahrscheinlich hier drüben sich befinden, wie ich das richtig sehe. Und dann werden wir dann weitersehen. Ist das nicht? Scheiße, Heinrich! Heinrich! Hier! Ja, hallo. Willkommen zu einem kurzen Nachschlag. Ich befinde mich jetzt hier in meiner Kammer. Ich habe sie schließlich gefunden, die Unterkunft gefunden. Aber es gab auch eine kleine Überraschung am Tor. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Die habe ich, darum habe ich etwas schlagartiger die Aufnahme beendet. Und wir werden in der nächsten Aufnahme werdet ihr sozusagen sehen, wie dieses Gespräch weiterging. Und dann wird es auch in Sassau weitergehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen in einer neuen Aufnahme wieder.